Mein heutiger Gast, meine Damen und Herren, hat derart billige Randschmeiße nicht nötig. Er stammt von der hochseriösen Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wo er bisher als politischer Journalist gearbeitet hat. Und jetzt, seit heute, ist er Moderator des ZDF-Morgenmagazins, wo er am kommenden Dienstag zum ersten Mal ab 7 Uhr morgens zu sehen sein wird. Herzlich willkommen, Dr. Wolf Schmiese! Aufgeregt in Sachen erster Moderation am Dienstag? Jetzt noch aufgeregter, aber am Dienstag bestimmt, oder in der Nacht zum Dienstag werde ich sehr aufgeregt sein, klar. Sie können ja gar nicht lang schlafen, dann müssen Sie aufstehen? Vor vier bestimmt, ja. Dann fährt man in die Redaktion oder wird man abgeholt? Man kriegt einen Fahrer, ja. Aber auch schon als Gast im Morgenmagazin, die werden also immer abgeholt, auch die Gäste und die Moderatoren, damit man natürlich auch rausgeklingelt werden kann im Zweifel, wenn jemand mal verschläft. Ja. Ja. Und das heißt, man muss auch die Adresse angeben, wo man im Zweifel zu finden ist als Moderator. Genau. Wie wird man als, Sie sind einer der Top-Journalisten bei der FAZ gewesen, kann man mittlerweile sagen. Ja, sozusagen ganz dicht dran an Berlin, an den Entscheidungen. Wie wird man dann Moderator des ZDF-Morgenmagazins? Ich war dort öfter als Pressegast. Die haben ja so eine Presserunde. Und ja. Ich glaube, dass die da mich kennenlernten. Und ich finde es eigentlich ganz cool vom ZDF, das zu machen, weil ich habe keine Moderationserfahrung, dass sie den Versuch gemacht haben, wir wollen jetzt jemanden, der das politische Geschäft kennt, der weiß, wie ein Gesetz gemacht wird und wie der Lissabon-Vertrag zustande kam. Aber jetzt mal auf die... Das interessiert mich. Ja. Lässt sich das in zwei Sätzen sagen? Nein, Gott sei Dank nicht. Und deswegen, deswegen ist das auch dann nicht künftig meine Aufgabe, das zu erklären, aber das Wissen mitzubringen und das zu kennen, ist vielleicht... Ganz gut. Also ich finde das sehr mutig von beiden Seiten, sagen wir so. Aber Sie sind ja auf jeden Fall eine starke Verbesserung, was die journalistische Kompetenz angeht. Bei allem Respekt vor den Kollegen vom Boulevard, die sich da jetzt durch komplizierte Begriffe wie Vertrag von Lissabon quälen im Morgenmagazin. Aber Sie kennen doch alle Westerwelle, Merkel, auch die alten Vergessenen wie Joschka Fischer und so weiter. Die haben Sie doch begleitet. Haben Sie Möglichkeiten, die ins Studio reinzupressen, indem Sie sagen, wenn ihr nicht um 5:30 morgen auf der Matte steht, dann fällt mir leider das und das mal ein. Ich glaube, ehrlich gesagt, die haben keine Probleme, Politiker da in die Sendung zu bekommen. Dieses Morgenmagazin, viele sagen sich, wer guckt so früh schon Fernsehen? Ich. Aber genau. Und die Politiker können natürlich morgens eine Nachricht schon setzen. Das ist ganz gut. Also das ist tatsächlich, ich hatte mal als FAZ-Mann noch, da hatten wir Volker Kauder im Interview. Und das Morgenmagazin hatte ihn morgens auch. Und ja. Dann geht sozusagen das Wettrennen los, das auf die Agenturen zu bringen. Ich fand unser Interview besser als das des Morgenmagazins. Ja. Aber das ist schriftliche Absprache und dann wird autorisiert und dergleichen. Und die hatten die Nase vorn. Die wurden also viel häufiger zitiert, weil die einfach am Tag viel früher dann loslegen. Darum geht es ja, wer wird mit der Nachricht zitiert? Ja, das geht schon ein bisschen auch darum. Doch, wer generiert die Nachrichten? Ja, doch. Das gut, aber wenn man jetzt mal jemand anders als Wolfgang Bosbach haben will im Morgenmagazin, was macht man dann? Naja, klar, man fragt die. Wir werden gute Leute haben. Also ich glaube, wir werden zum Beispiel, das ist ein Geheimnis, was ich verraten kann, am Freitag Richard von Weizsäcker, der in der Woche drauf dann 90 Jahre alt wird, als Gast haben. Der kommt in das neue MoMA-Café. Ist das schon wieder eine Neuerung? Muss ich mich da schon... Was ist denn das MoMA-Café? Das MoMA-Café ist hier die beliebte letzte halbe Stunde, die glaube ich auch bei Ihnen in der Die ist mir Show. Zu freakig. Da schaue ich kaum mal hin. Das sind diese verrückten Bands mit elektrischen Instrumenten und so. Das ist zu wild am Morgen. Aber ab dem 6. April haben die dieses MoMA, diese Chill-Out, halbe Stunde von... Heißt es so? Sende intern Chill-Out? Nee, ich nenne das so. Ach so. Aber dann heißt es jetzt vielleicht bald so, keine Ahnung. Aber die letzte halbe Stunde wird jetzt etwas bunter, frischer, orange Tische, also die Corporate Identity-Farbe vom ZDF, wird man da sehen. Das Publikum wird etwas dynamischer. Wie wollen Sie das machen? Na, es sind ja doch Reisegruppen aus Ostwestfalen, ja, die meistens irgendwo außerhalb Berlins übernachtet haben. Also die haben, wenn man auf dieser moma.de Homepage schaut, da kann man sich jetzt anmelden, wer dort mal hinkommen will als Gast, wie hier die Gäste hinkommen. Und da sind offenbar schon sehr, sehr viele interessierte Gruppen. Die da hinkommen wollen. Also ich glaube, dass, und da gibt es Newcomer-Bands, die vorgestellt werden. Ich habe das jetzt nur bei der Probe mal erlebt. Ich fand das ganz gut. Also ich fand es wirklich Wie war die Probe für Sie? Haben Sie sich gut gefühlt?
Mal so, mal so. Ich war auch mal schlecht und dann fanden sie auch, ich war ganz gut. Bei den Sachen interessant ist, wenn du... Das ist natürlich nicht ehrlich gemeint von einem Kollegen, das sagt man so am Anfang. Sag mal, Mann. War okay, genau. War okay. Ja, ja, klar. So hinkommen und so. Das ist hier nicht die FAZ, weil so schreiben. Hier. Aber das stimmt, nein, aber es stimmt wirklich, wenn man... Ja. Je besser man glaubt, ein Thema zu kennen, desto schwieriger ist das. Also ich kam dann unvorbereitet da rein. Und was war das Thema? Das Thema, wo ich schlecht war, war glaube ich, der Europäische Rat in Brüssel. Da ging es um die Griechenlandhilfen und da dachte ich, das kennst du. Ja. Aber das erfordert unglaublich viel Disziplin, was so locker und kurz daherkommt, was die Kollegen dort machen. Wenn man da nicht das diszipliniert vorbereitet und sich das auch auf einen Gedanken beschränkt, dann verrennt man sich dort und sieht ziemlich schlecht aus. Haben Sie denn ein Thema, wo Sie sagen, das würde ich mal gerne im Morgenmagazin unterbringen? Das hat mir bisher gefehlt, auch die Richtung. Ja, ehrlich gesagt, ich hatte ein Thema, das kam aber auch nicht gut an. Und zwar... Warum machen Sie nicht eine Late-Night-Show? Ja? Nein, aber jetzt... Ja, hier. Das Thema, wir hatten das Angebot, den albanischen Außenminister zu bekommen. Also ja. Der hatte sich noch, nicht er, sondern die Botschaft sich an mich gewendet, für die FAZ. Und ich dachte, den nimmst du doch gleich mit in diese neue Sendung. Aber das fand das Morgenmagazin dann doch zu speziell. Und ich dachte, ist doch hübsch, mal was zu erzählen. Wie ist es 20 Jahre im Land von Enver Hoxha? Wie sieht es da heute aus? Aber irgendwie war das nicht das große Thema, was gewünscht war. Also das kam gar nicht rein? Nein, wir haben es nicht weiter dann verfolgt. Aber trotzdem, also... Es gibt gute Gäste, ganz bestimmt. Also auch an Politikern, die dorthin kommen. Nein, ganz im Ernst. Ich weiß es. Nein, es ist so. Ich sehe das ja häufig. Es ist wie überall. Es gibt gute und bessere und nicht ganz so tolle Gäste. Nein, aber ganz im Ernst, was ich sagen will, weil viele fragen dann ja von der FAZ zum Morgenmagazin. Da ist immer so ein Dünkel auch dabei in der Sache. Das ist doch viel zu seicht, das Morgenmagazin. Und ich finde ganz ehrlich, was ich gut finde an dem Konzept der Sendung und was die auch bisher schon machen, dass die E und U, würde man ja in der Musik sagen, also das Ernste und das Unterhaltsame miteinander verflechten und nicht so abgezirkelt nebeneinander machen. Wir sind jetzt seriös und machen Politik und dann kommt der leichte Teil, sondern der Politiker kann sich auch die Newcomer-Band anhören und wird danach möglicherweise dann noch zum Verteidigungsausschuss befragt oder so. Also diese Mischung finde ich gut. Genau, und deswegen, es ist ja eine gemeinsame Sache mit der ARD, wir wechseln uns ja ab. Dienstag ist Ihr Start, die Jungfernmoderation, wie man sozusagen sagt. Allerdings, ja. 7 Uhr morgens, das heißt, die Schülergruppe, die vorher übt, ab 5:30, da sind Sie nicht drin, die Kollegen, sondern Sie kommen um 7 Uhr mit Dunja Halali, ist Ihre Kollegin, an diesem Abend. Toi, toi, toi. Ich bin überzeugt, Sie werden das gut machen und man wird Sie schnell dort abziehen und irgendwie Richtung heute oder sowas buxieren. Nö, ich finde das Format, ja, aber ich finde dieses Format wirklich gut, weil man sitzt, man steht, man hat das Schaltgespräch, man hat die Live-Moderation, da ist ja alles drin. Und man hat das Wetter. Ja, und den Sport. Ja, also man hat alles. Dienstag, ZDF Morgenmagazin, unser neuer Kollege Wulf Schmiese. Schön für den Besuch und toi, toi, toi für den Start. Vielen und Dank. Die neue Karriere beim ZDF. Ja, danke. Alles Gute. Danke. Wulf Schmiese, meine Damen und Herren.